Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Barnfinders. Im letzten Part haben wir ganz fleißig einen Bunker durchwühlt und jede Menge Stuff mitgebracht. Das müssen wir jetzt erstmal alles wieder in die Auslage packen. Och Gott, die süße Fuchsstatue. Den würde ich ja fast am liebsten einfach neben meinen PC setzen und behalten, aber hiervon nix. Ne? Wir dürfen nicht so an uns selbst denken, wir müssen an das Unternehmen denken, wir müssen an den Urlaub denken. Deswegen alles in der Auslage, alles verkaufen. Und dann geht's weiter. Jo, vielleicht dürfen wir auch mal wieder was sauber machen und so. Hier, guck mal, der Betonmischer muss erstmal repariert werden. Zip. Einmal hier hin, so. Dann lohnt es sich auch, dass ich den ganzen Kram immer einsammle. Das reparieren. Gegenstand repariert und das Ding ist nur 250 wert. Naja, da hätte ich jetzt schon irgendwie mehr erwartet. Komm schon. Wie kann ich das drehen? Mit E. Ich komme nicht, krieg's nicht hin. Gehen wir vorne rum. Oh, scheiße, warte, wegschmeißen. So, guck mal, das kann hier hin. Bombs, läuft. Weiter geht's, nächstes Gerät. Was haben wir noch? Wir haben dieses Ding für die Kamera. Vielleicht ist es jetzt dann doch vollständig. Ups. Scheiße, Bruder, wo ist es hingefallen? Da. Kann montiert werden. Boing! Wieder was fertig. 230. Boah, das ist doch ein bisschen was. Und hinstellen. So. Was haben wir noch? Wir haben diese Säge. Eine Nikita. Die Katze von meinem Bruder heißt so. Grüße gehen raus an Nikita. Zack. Das wird irgendwie zusammengeklustert. Das kann so hingestellt werden. Groß. Was haben wir noch? Diesen Staubsauger. 50 nur, das ist ja nix. Dafür, dass das Teil so riesig ist und dann nur 50. Allein der Materialwert ist doch schon mehr. Na gut. Dann müssen wir dieses Ding reparieren. Habe ich da auch noch Platz zu? Warte mal, immer gucken. Der ist belegt, ist belegt, ist belegt. Da einen haben wir noch. Doch, den geht noch. 480, gut, da kommt auch die Kohle rein. So. Einmal all reparieren, da. Also ich sag mal so, diese Reparierdinger auf runden Objekten sieht ein bisschen dumm aus. Aber egal. Egal. Und in der Auslage. Komm, bupp. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Das ist Mittel, aber das ist ein Tisch. Gitarre ist schmutzig. Das Ding kann aber hin, das ist, geht noch. Ora. Dann haben wir noch eine alte Schreibmaschine. Die kann hier hin. Diese hässliche Vase. Was haben wir noch? Das sind sehr viele Werkzeuge, ne? Merkt man richtig. Hier ist alles voll. Gehen wir da hin. Tisch. You know, and I know, and we know. So, was haben wir noch? Ach, hier, guck mal, der Automat, aber der ist schmutzig, der ist kaputt und wir haben keinen Platz mehr. Das heißt, erstmal den... Oh, scheiße. Mann, Onkel Billy, steh doch nicht so rum hier. Mir fliegen hier die Sachen aus der Hand. Bup. So, dann haben wir noch eine Gitarre, die können wir an der Wand hängen, das geht wieder. Müssen wir eben so sauber machen. Hier, der Messerblock geht auch noch. Alter, so viel Zeug. Das wird wieder anstrengend, bis das alles verkauft ist. Eieiei. Denn. Vollautomat. Wie gesagt, so ungefähr so sieht meiner auch aus. Gerade schön am Reinigen. Deswegen schön per Hand aufgebrüht. Richtig geil. Muss man wieder öfter machen, ohne Spaß.
So, und dann machen wir eben das Ding noch sauber und dann können wir erstmal die erste Runde verkaufen starten. So, eben einmal sauber machen. Gitarre ist wieder sauber. Einfach mit dem Schlauch abgesprüht. Wer kennt's nicht? Oh, scheiße. Nein, dahin. Buff. Okay. Soll erstmal reichen. Laden öffnen. Kohle muss reinkommen. Zack. Wenn gute Angebote sind, werde ich wahrscheinlich aber dennoch zuschlagen müssen, denn ihr seht ja, die Kohle ist wichtig. Kohle ist wichtig und die Barns kosten inzwischen richtig Asche. Also hilft von nix, ne? Ah, 17 Dinger. Heieiei. Legen wir los. Guten Tag. Agent will nix. Und gleichzeitig zum Agent ist dann hier noch der Alien im Laden. $21 on top. Finde ich vernünftig, aber... Oh, scheiße. Naja, gut. Immerhin nochmal 8. Gönn dir. Viel Spaß mit der Gitarre, wünsche ich dir. Können Sie bitte gehen? Sie machen mich nervös. Agent. Wieder Agent. Was soll denn das? Mega nervig, aber bei dir geht was, ne? Die Vase. Mhm. Die Vase soll es sein. $43 on top ist vernünftig. Da geht aber noch mehr. Dafür, dass wir uns beim Bieterkrieg immer so Feinde sind, Spinne Feind, ne, geht's hier dann wieder. Was willst du verkaufen? Ach, so ein Zombie-Arm. Nee, Alter, lass mal stecken. Da hab ich keinen Bock drauf. Wie viel ist der eigentlich wert hier? 1500. Naja, hätte ich jetzt auch mehr erwartet, aber ist okay. Dann ist das so. So, Agent, hauen Sie ab. Hauen Sie ab. Das Auto. Sehr gut. Da müssen wir jetzt gut feilschen. Da müssen wir aufpassen. Okay. 150 on top ist vernünftig, aber da geht noch mehr. Jo, das ist eine Summe, mit der kann ich arbeiten. Yeah. Gönnung. 5000, sehr gut. It should work. Irgendwelche Diebe? Nein, ne? Gut. Du. Ach, der coole Fuchs. Hallo? Ja, warten Sie. Was? Das war eindeutig im besseren Bereich. Eindeutig. Das war jetzt gerade Verarsche. Komm, ein bisschen geht noch. Komm. Ja. Sehr gut. Nimm mir das Ding. Viel Spaß. Alter Bruder. Hauptsache, du freust dich. Da ist noch jemand. Hi. Den Messerblock. Mhm. Komm, da können Sie doch noch ein bisschen was drauflegen. Du, ich muss auch leben, ne? Ja, das ist ein fairer Preis. Da kann ich mit arbeiten. Tschüss. Zack, weg ist der Messerblock. So, warte, eben schnell wieder ins Lager. Können wir auffüllen. Noch Stühle und sowas, ne? Das ist kein Problem. Moin, die Kamera soll's sein. Die habe ich auch frisch zusammengesetzt. Die ist also quasi nagelneu, wirklich. Also wieder zusammengesetzt, nagelneu halt. Also nagelneu. Verstehen Sie? Guck mal. Na gut, okay, komm. Nimm. Du, schon wieder so eine Gasbude. Du bist aber auch für die Dinger zu haben, ne? Ah, dann brauchen wir 120 on top. Vernünftig. Da geht aber noch mehr. Da geht noch mehr, komm. Jo, guck mal. 860 für so eine Buddel. Geil. Nimm mit. Ehre. Wir sind schon fast wieder auf Stand. Wir sind einen kleinen Tisch. Nächste Runde Customers. Du möchtest... Okay, also ich will... Wie du magst. Betonmischer kann ja jeder gebrauchen, ne? Bitteschön. Tja, da zieht sie fröhlich davon mit dem Betonmischer. Kaffeemaschine, bin ich voll bei dir. Aber es ist ein Vollautomat, komm, da muss ein bisschen mehr gehen. Also die 100 hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, aber ist okay. So, es ist wieder ein großer Platz frei. Mal schauen. Noch dieses Ding hier. Warum nicht? Scheiße, Bruder, komm. Dieb. In die Eier treten. Bams. Dürfte ich das bitte kurz...
platzieren. Danke. So, du willst den Staubsauger? Nee. Komm, ein bisschen noch. Ein bisschen muss gehen. Gönn dir. So. 30 für den Stuhl. Ah, komm, der ist quasi neu, ne? Also, da muss noch ein bisschen gehen. Ah, das ist okay. So, da draußen wird irgendwas verhökert. Ach, komm, hier so ein Schränkchen. Kann ich da einen guten Deal machen? Mal sehen. 9 runter. 10 runter. Ah, komm, ich hätte das Ding. So, okay, weiter geht's. Miko! Kohle kommt rein, wir sind über 7k. Und ist ja noch ein bisschen was da, ne? Wir haben noch den dicken Automaten, den muss ich gleich noch reparieren. Vorher wird das nichts. Der muss noch repariert werden. So. Mhm. Schleifgerät. Na ja, gut, dann nimm halt mit. Agent, Agent. Oh, es wird wieder was verkauft. Nee, Schlauch lohnt nicht. Schlauch lohnt nicht zu verkaufen. Das kannst du so lassen. So, ich hole mal eben den Automaten. Können wir den ja kurz reparieren. Oh, ist der fett, Alter. Ja, warten Sie kurz. Ich komme. So, guck mal, da werde ich das Ding auch schon instant wieder los. Vernünftig. Da muss noch ein bisschen mehr gehen, komm. Kohle muss rein. Schränkchen ist verkauft, sehr gut. Der sieht doch aus, als möchte die Fuchsstatue haben. Ne, den Hut. Den Hut willst du? Also ich glaube, der würde ihnen sehr gut stehen. Wirklich, ihr Gesicht ist ja quasi, der steht ihnen ins Gesicht geschnitten. Gefühlt, weißt du? So, eben schnell das Ding reparieren. Komm sofort! Ja, ich komme gleich wieder. So, warte, wir müssen erstmal verkaufen. Hier ist ein Hin- und Her-Gerenne, hier richtig Hektik. So, er ist wieder am Start. Jetzt den Fuchs, ne? Vernünftig. Oh. Plus 11. Naja, komm, nimm. Müssen wir den unserem Kumpel hier, der. Ja, okay, ich weiß nicht, wofür du das brauchst. Ja, ich hab immer mal so ein paar Dudes, die sind so drauf, die müssen wir damit so einem Wagen durch die Gegend fahren. Ist okay. Er nimmt einfach alles, der Junge. Der ist immer am Start. Der ist immer glücklich. Ja, ja. Gönn dir. So, warte, den Automaten reparieren. Alien wieder am Start. Was kann ich für dich tun? Mhm, die Maschine. Schreibmaschine. Ja, komm, ich brauche noch ein bisschen mehr, bitte. Das Ding habe ich echt unter großem Aufwand aus so einer. Also, ne? Gönnung. So, dann eben den Automaten hingeprügelt. Alter, du bist ja. Und Onkel Billy, der chillt einfach nur. Der hilft nicht mal mit. Oh, hier, guck mal, das sind nochmal $300. Wenn es gut läuft. Los, 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 los. Oh. Huh, so. Staubsauger. Mhm. Da müssten sie aber noch ein bisschen was drauflegen, bitte. Der ist, ne? Ja, das ist okay. Das ist ein fairer Preis. Viel Spaß mit dem Gerät, ne? Du möchtest die Säge, wa? Mhm. Bisschen noch, bitte. Bisschen noch mehr. Das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich sie gehen lassen. Viel Spaß. So, unsere Auslage wird langsam weniger. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben noch fünf Sachen haben wir noch. Das wird. Puff. Oh, ich will was verkaufen. Aber sie will den Cola-Automaten. Yeah. Ehre. 30er und top kommen, da geht aber noch ein bisschen. Ja, guck mal, damit kannst du leben. Zack. 400, was will er denn verkaufen? Was ist denn das? Okay, 27 weniger. Mal sehen. Tja, von mir aus, komm, den müssen wir noch reparieren. Auch noch. Verkauft du noch Schrott?
Oh, das ist richtig Stress hier in der Hutten. Oh, warte. So. Guten Tag. Die Säge? Ja, sehr gerne. Da geht aber noch was. Die ist immer glücklich, ne? Sie, die kriegst du immer relativ easy zufrieden. Und dann nimmt sie das mit und wackelt glücklich davon. So lobe ich mir das. So, keiner mehr da? Wie sieht's im Lager aus? Diesen fetten Stuhl, das Ding haben wir auch noch. Mittelgroß. Das muss eben noch dahin. Und einen Stuhl haben wir auch noch. Warte, aber ich muss das mal wieder warten. Der nächste Rutsch Kunden kommt gleich. So. Agent. Gönn dir. Hier wird wieder was verkauft, eine Gitarre. Ah, warte mal, ich guck mal, ob ich einen billigen Deal machen kann. Schon 20 weniger, mal sehen. Oh. ...36 weniger, ja, gib her das Ding, komm. Hängen wir schnell an der Wand. Das werden wir auch wieder los, weißt du? Dann geht es schon. Eben noch den Stuhl hingestellt. Oder was wir da noch haben. Da, Stuhl haben wir auch noch auf Lager. Heute sind wir richtig geschäftstätig unterwegs. Hier ist richtig Action im Laden. So, der Alien möchte gern den Tisch haben. Ja, sehr gerne. 25 $. Ja, ist okay. Nehmen Sie mit. Nehmen mit. Instant die Gitarre am Start. So, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Das muss sich auch lohnen. Guck mal, 25 drauf. Ja, komm, nimm mit. Und wir sind wieder bei 9K. Und wir nähern uns dem Ende. Jetzt habe ich auch gleich nichts mehr. Also jetzt nähert sich es wirklich dem Ende. Was ist noch auf Lager? Nur noch Dinge zum Zusammenschrauben. Da sind wir also quasi erstmal durch mit. Hast du mir den nicht vorhin verkauft? Nein, das war der andere. Ja, ein bisschen mehr noch bitte, ja? Ah, oh, scheiße, Bruder. Egal, Hauptsache weg, komm. Nimm mit. Jetzt haben wir noch ein Objekt. Das letzte, den Stuhl. Dann war's das, dann haben wir's geschafft. Da geht's dann auch gleich direkt weiter mit der nächsten Barn. Ich bin gespannt. Das führt uns zur Absturzstelle. Das bleibt also im Alien-Thema, würde ich sagen. Der Alien auch schon wieder. Moin! Ja, komm, ein bisschen kriegst du noch. Und gönn dir. Laden ist dicht. So, Tür zu. Tür zu und ab geht's zur nächsten Barn. Barn Hub, Absturzstelle. Gib ihm, ich bin gespannt. Es gibt auch noch Datenfehler. Ich bin mir ziemlich sicher, die Aliens locken uns da irgendwie hin oder so. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Da bin ich mir noch sehr sicher. Behalte die Vorlieben deiner Kunden im Auge. Ja, das haben wir bis jetzt so komplett ignoriert. Okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Scheißhaus. Das Wichtigste ist am Start. Hier ist das Alien abgestürzt. Was wir vorhin bei der Bahn davor hatten. Absturzstelle. Eine komplexe Situation. Okay, richtig windig ist es auch hier. Richtig scheiß Wetter. Okay, erstmal das Wichtigste, was man immer machen muss. Kacken gehen. Etwas blockiert diese Tür. Okay, wir werden nachher aus dem Scheißhaus rauskommen. Ich sag euch das. Wir werden aus dem Scheißhaus rauskommen. Das wird am Ende der Weg gewesen sein. So, ich schaue mich erstmal hier um. Da ist schon mal ein Müllsack zum Recyceln. Ah, Beleuchtung und so ist halt echt in Ordnung. Ohne Spaß. So. Ich muss dringend mal deine Toilette benutzen. Gehen Sie weiter, Zivilist. Hier gibt es nichts zu sehen. Da bahnt sich ein Tsunami in meiner Unterbüchse an. Er ist einfach wegexplodiert. Wir behalten euch im Auge, Barnfinders. Oh. Es ist schon wieder soweit. Darf ich hier durch? Nee. Dann müssen wir wahrscheinlich hier gleich durch. Okay, meine Lieben.
mit dem Krähen des Hahns. Wisst ihr Bescheid, wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Haut einen Kommentar drunter, macht den YouTube-Algorithmus glücklich. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns ganz gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.